Seit Jurassic Park 1 haben wir nichts mehr von Louis Dutchen gehört. Und das ist eigentlich sehr seltsam, da er im Buch eine sehr große Rolle spielt und wir Louis Dutchen jetzt bestätigt in Jurassic World Dominion wiederbekommen werden. Was für eine Rolle er hier spielen kann und wie er im Zusammenhang mit Dr. Wu steht, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Dr. Henry Wu haben wir jetzt ja schon seit Jurassic World 1 als Widersacher. Wir kannten ihn allerdings auch schon aus Jurassic Park 1. Da war er noch so der eher junge, ambitionierte Wissenschaftler. In Jurassic World 2 und 1 war er dann schon eher so der verrückte, skrupellose Wissenschaftler, kann man sagen. Er hat auf jeden Fall einen ziemlich heftigen Wandel hinter sich. Und interessant wäre es zu sehen, wie das Ganze passiert ist. Möglicherweise beginnt Jurassic World 3 Dominion sogar mit einer Art Flashback, ähnlich wie man das Ganze auch in Herr der Ringe gemacht hat, als man in Herr der Ringe 3 gezeigt hat, wie Gollum entstanden ist, könnte man in Jurassic World Dominion zeigen, wieso Dr. Henry Wu plötzlich so radikal geworden ist. Er ist radikal und skrupellos. Das ist, glaube ich, so seine perfekte Beschreibung. Am Ende von Jurassic World 2 sehen wir allerdings, wie Dr. Henry Wu quasi ein Geschäft mit dieser Söldnergruppe macht, die ihn dann mit einem Helikopter rausfliegt aus dem Ganzen. Und da wir jetzt wissen, dass Louis Dutchen eine zentrale Rolle spielen wird in Jurassic World 3, kann man stark davon ausgehen, dass diese Gruppe von Biosyn stammt, beziehungsweise von der Firma von Louis Dutchen, in der er quasi schon damals als eine Art Spion oder eher als eine Art Agent agiert hat. Schöner Hut. Was soll denn das? Machen Sie auf Geheimdienst? In den Büchern ist Louis Dutchen wesentlich radikaler als in den Filmen und auch wesentlich wichtiger. Man kann nun also davon ausgehen, dass diese Söldnergruppe von Louis Dutchen angeheuert wurde, um Dr. Henry Wu da rauszuholen. Wie die beiden in Verbindung stehen, müsste man jetzt eben abwarten, ob die sich überhaupt schon gekannt haben oder ob das eben so erklärt wird, dass die beiden jetzt erst aufeinandertreffen. Vielleicht wäre es hierbei gut zu wissen, wer Louis Dutchen überhaupt ist. Nennen Sie bloß nicht meinen Namen. Da er in den Filmen ja eigentlich so gut wie gar nicht vorgekommen ist. Dutchen! Dutchen, wir haben Dutchen hier! Keine Sau interessiert sich dafür. In den Filmen wissen wir lediglich, dass er Dennis Nedry angeheuert hat, die Embryos aus dem Park zu stehlen. In den Büchern wird das Ganze ein bisschen mehr erklärt. Louis Dutchen ist ein Mitarbeiter der Firma Biosyn. Und Biosyn ist ein direkter Konkurrent von John Hammonds Ingen, die öfter versuchen, sich gegeneinander auszuspielen und das teilweise auch mit Sabotagen. Und in diesem Fall möchte Biosyn eben an die Embryos von Ingen rankommen. Das Ganze wird im Film eben nicht ganz so richtig erklärt. Ich meine, es wird nicht mal gesagt, dass Biosyn hinter allem steckt. Der Name kam, glaube ich, noch gar nicht vor. Allerdings soll Biosyn in Jurassic World Dominion eine Rolle spielen. Es gibt ein Bild, bei dem der Schriftzug Biosyn bereits zu erkennen war. Und Louis Dutchen ist bestätigt worden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf diese Geschichte eingehen. Und das ist sehr interessant und ich frage mich, ob man auch hier wirklich auf Dennis Nedry nochmal eingehen wird. Das wäre ganz nett, damit man hier wirklich dann so einen runden Bogen schlagen wird. Louis Dutchen wird in Jurassic World Dominion von Campbell Scott verkörpert und nicht mehr von Cameron Thor, der nämlich anscheinend im Gefängnis sitzt aufgrund von sexueller Belästigung. Deswegen hat man den Schauspieler ersetzt, aber er spielt die gleiche Rolle wie eben auch in Jurassic Park 1. In den Büchern ist Louis Dutchen eine extrem wichtige Rolle. Tatsächlich gerät er auch in einen persönlichen Konflikt mit Dr. Ian Malcolm. In Jurassic Park 2 The Lost World bekommen wir ja den Widersacher, in Anführungszeichen, den Enkel, den Neffen von John Hammond zu sehen, nämlich Peter Ludlow. Ludlow gibt es so in den Büchern nicht, stattdessen wird in den Büchern Louis Dutchen im zweiten Jurassic Park der Widersacher und spielt eigentlich eine ähnliche Rolle wie auch Ludlow in den Filmen, nur dass er eben wesentlich radikaler und wesentlich heftiger zur Sache geht. Louis Dutchen versucht in den Büchern zum Beispiel Sarah Harding zu ertränken und gerät deswegen in einen persönlichen Konflikt mit Dr. Ian Malcolm. Es wäre schön zu sehen, dass das Ganze auch in den Filmen aufgegriffen wird, beziehungsweise jetzt im neuen Jurassic World Dominion. Ein Gerücht hält sich hartnäckig, dass auch Sarah Harding auftauchen soll. Und wenn das der Fall wäre, könnte man diese Szenerie quasi nochmal mit einbringen in den Film und dann Ian Malcolm einen persönlichen Motivation geben, warum Louis Dutchen aufgehalten werden muss. Wir können also ganz stark davon ausgehen, dass Dr. Henry Wu und Louis Dutchen gemeinsame Sache machen werden, um eben die Dinosaurier weiter zu vermarkten, weiter zu verkaufen.
Möglicherweise sind sogar die beiden daran schuld, dass die Saurier sich über den ganzen Globus ausbreiten. Denn ich frage mich immer noch, wie soll das Ganze passiert sein, wenn in Jurassic World das gefallene Königreich nur eine Handvoll Saurier ausgebrochen ist? Ich meine, das waren jetzt nicht allzu viele. Und bis auf die Flugsaurier wäre es auch schwierig für die anderen Spezies, sich über den ganzen Globus zu verbreiten. Es wurden natürlich ein paar Saurier auch verhökert und mitgenommen, also verkauft, in andere Orte gebracht. Aber da müssten die auch alle ausgebrochen sein, zufälligerweise. Und ich glaube, da stecken wirklich Lewis Dodgson und Dr. Henry Wu dahinter. Und das werden unsere neuen Widersacher werden, beziehungsweise die finalen Widersacher werden. Wie es mit den beiden ausgeht, schwer zu sagen. In den Büchern erleidet Lewis Dodgson den gleichen Tod wie Peter Ludlow in Jurassic Park 2. Ich gehe davon aus, dass er auch in Jurassic World Dominion einen Tod finden wird. Bei Dr. Henry Wu könnte ich mir eher vorstellen, dass er zum Schluss nochmal einen Charakter-Twist bekommt und sich vielleicht doch für die gute Seite entscheidet. Kleiner Fun-Fact nebenbei, Lewis Dodgson, also der Schauspieler Cameron Thor, wurde nach Jurassic Park 1 bereits von Steven Spielberg angesprochen, der gesagt hat, er soll doch bitte sein Telefon bereithalten, denn er wird ihn für Jurassic Park 2 noch einmal anrufen. Steven Spielberg wollte ursprünglich Cameron Thors Lewis Dodgson in den zweiten Jurassic Park Film mit einbauen. Das ist aber eben nicht passiert, aus Gründen, die nicht bekannt sind und ist ein bisschen schade gewesen. Lewis Dodgson als großer Hauptgegner für die gesamte Filmreihe wäre echt schön gewesen. So wird er eventuell, wenn es ganz doof läuft, den Imperator-Effekt von Star Wars Episode 9 haben, wo sich dann jeder erstmal fragt, wo kommt der auf einmal wieder her? Das Ganze ist dann nicht so unmöglich, weil Lewis Dodgson halt nie tot gewesen ist. Aber er hat halt auch nie die große Rolle gespielt, dass man jetzt sagen würde, okay, ich find's cool, dass er jetzt auf unsere Hauptfiguren trifft. Das hätte man vielleicht schon früher ein bisschen ausarbeiten sollen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass er wieder mit dabei ist. Wir bekommen also eine ganze Packung an der Originalgarde in den neuen Film. Wir bekommen Dr. Henry Wu als Bösewicht, wir bekommen Lewis Dodgson als Bösewicht, wir bekommen Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm mit dazu und laut Gerüchten bekommen wir Julianne Moore als Sarah Harding zurück. Das wäre ziemlich cool, was auch Sinn machen würde, was Ian Malcolm angeht. Und angeblich sollen wir auch Paul Kirby wiedersehen. Das ist der nette Mann aus Jurassic Park 3, der Kirbys Fliesen, Bart und Meer aufgebaut hat. Heißt der so? Dieser Laden, womit er quasi sein Geld verdient, also selbstständig ist. Das sind wie gesagt nur Gerüchte und ich schätze mal, es könnten noch einige Figuren mehr auftauchen aus den alten Filmen, die halt mehr oder weniger so Cameo-Auftritte haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt hier wirklich aufs Ganze geht und einfach nochmal hier und da sich so ein paar Figuren schnappt und in den Film mit einbaut. Das wäre doch eine sehr schöne Sache. Lewis Dodgson ist auf jeden Fall für den neuen Teil bestätigt und ich gehe davon aus, dass er jetzt wirklich der große Endboss sein wird. Mal gucken, wie man ihn hier reinschreibt, ob man ihn vielleicht sogar als den Gründer von Biosyn einschreibt und dass man jetzt Biosyn erst im Nachhinein einbaut, kann vielleicht auch eine Bedeutung haben, dass Biosyn vielleicht noch gar nicht existiert hat in den ersten Jurassic Park Filmen und man das Ganze so dreht, dass er diese Firma aufgebaut hat, während man ihn nicht gesehen hat, dass er vielleicht hier und da so kleine Fäden im Hintergrund gehabt hat. Möglicherweise stand er sogar mit Maserani bereits in Kontakt. Möglicherweise erzählt man sogar hier eine Geschichte, in der man herausfindet, dass Lewis Dodgson mit Dr. Henry Wu bereits schon länger in Kontakt gestanden hat. Denn was mir aufgefallen ist, dass in Jurassic World 1 der Indominus Rex einfach so eine Riesengefahr ist, weil anscheinend keine Sau wirklich weiß, was das Vieh wirklich kann. Nicht mal Maserani weiß wirklich, was das Vieh wirklich auf dem Kasten hat. Er sagt ja sogar mal, ich wusste nicht, dass er weiß ist. Hier wird eine Spezies erschaffen, von der niemand außer Dr. Henry Wu weiß, was er wirklich kann. Dass er sich tarnen kann, wusste keiner. Dass er weiß ist, wusste keiner. Das war schon ein bisschen seltsam. Das Ganze könnte man jetzt aber hier so auflösen, dass Dr. Henry Wu schon von Anfang an in Kontakt mit Lewis Dodgson stand und deswegen schon in seinem Auftrag gehandelt hat und diese Kreaturen geschaffen hat. Ich bin der Meinung, dass das so ähnlich auch ablaufen wird. Ich denke, dass Lewis Dodgson wirklich hier so den ultimativen Bösewicht darstellen wird und dass Dr. Henry Wu am Ende geläutert wird und vielleicht sogar einen Heldentod stirbt, wer weiß das schon. Schreibt mir auf jeden Fall wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr davon? Erinnert ihr euch noch an Lewis Dodgson? Seid ihr froh, dass er wieder da ist? Sagt ihr vielleicht auch, hättest du lieber weggelassen, würde mich mal brennend interessieren. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was ich über die Story von Jurassic World denke, beziehungsweise was die Story sein könnte, könnt ihr das Video hier oben anklicken. Wenn ihr meine Analyse vom Jurassic World Dominion 5 Minuten Clip sehen wollt, dann klickt das Video doch hier unten an. Und dann würde ich einfach sagen, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.